Hi ihr Lieben, auch heute mal wieder eine neue Livestream-Review, diesmal zum Thema das Typenbereichssystem auf der Gitarre. Darüber habe ich mich mal ein bisschen ausgelassen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu diesem Thema habt, Kommentare gerne in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß bei der Review. Das ist ein C, ich will gar nicht wissen, warum der C heißt. Ich will jetzt einfach erstmal wissen, wie ich den spielen kann. Das ist ein C-Dur, das ist ein G-Dur. Zeig mir einen Song, lieber Trainer. Ich möchte den Song jetzt spielen. Das ist cool. Jetzt kann ich schon mal drei Songs begleiten, kann dazu singen. Interessiert mich überhaupt gar nicht, was da für eine Theorie im Hintergrund läuft. Ich möchte erstmal ein paar Songs spielen. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt kommt der Sprung ins Wasser. Jetzt sagen wir, jetzt wollen wir es genauer wissen. Und in dem Moment, wo wir es genauer wissen wollen, da kommen wir natürlich nicht mehr drum rum, uns auch so ein bisschen mit den Hintergründen zu beschäftigen. Und dann geht's in die Typenbereiche. Das heißt, die Typenbereiche sind jetzt der Schlüssel dazu, dass du die Gitarre nicht nur im Nullbundbereich spielen kannst, sondern dass du die Gitarre auch dir auch eroberst in den oberen Lagen. Und dazu sollte man eben ein bisschen mehr wissen, als einfach nur, dass dieser Akkord als Barré-Griff nach oben verschoben werden kann. Und das ist gar nicht so schwer und deswegen beginne ich damit auch gleich zum Anfang und sage, pass auf, wenn du diesen Akkord spielst oder diesen Akkord oder diesen Akkord, jeden einzelnen Akkord, dann besteht jeder einzelne Akkord erstmal aus drei Tönen, aber diese drei Töne haben ihren Ursprung in einer Tonleiter. Und wir gucken uns jetzt erstmal den ersten Typ an. Und dieser erste Typ ist der hier. Jetzt sagt man sich natürlich, warum ist das jetzt der erste Typ und warum beginnen wir mit G? Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Wir wollen natürlich die Gitarre so chronologisch wie möglich erobern. Das heißt also von unten bis nach oben, und zwar so in der Reihenfolge, wie die entsprechenden Akkorde auch auftreten, wirklich auftreten. Also von der tiefsten Seite zur höchsten Seite und vom tiefsten Bund zum höchsten Bund. Dann zäumen wir, wie gesagt, das Pferd ein bisschen von hinten auf. Wir sagen also, wir haben jetzt einen Fingersatz und dieser Fingersatz hat keine Leerseiten mehr. Der braucht keine Leerseiten mehr. Das ist dieser Fingersatz. Zwei, meinetwegen erstmal nur als Fingersatz mit den entsprechenden Fingerfolgen. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Nochmal 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Jetzt geht's weiter. 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2. So, und damit habe ich erstmal einen Fingersatz über zwei Oktaven einer Durtonleiter. Wenn ich das weiß, dann gucke ich mir jetzt als nächstes an, dass auf der sechsten Stufe dieser Durtonleiter und auf jeder sechsten Stufe einer Durtonleiter bildet sich die parallele Molltonart. Die führst du also quasi automatisch mit. Das heißt also, immer wenn du sagst, ich spiele Dur, dann hast du auf der sechsten Stufe immer die Molltonleiter Huckepack. Also, wenn du diese Durtonleiter jetzt von der sechsten Stufe aus spielst, kannst du ja abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommst du hier bei diesem Ton an, das ist der Ton E. Und wenn du jetzt diesen Fingersatz weiterspielst, dann hast du automatisch immer auf der sechsten Stufe die Molltonleiter. Man sagt dazu die parallele Molltonleiter, weil diese Molltonleiter genau dieselben Töne hat wie die Durtonleiter, bloß eben von einer anderen Stufe aus beginnt, nämlich in dem Fall von der sechsten Stufe. Die spielt man natürlich auch, man schöpft die Lage aus, man spielt die dann komplett bis zum höchsten Ton, geht dann wieder zum tiefsten zurück. Also hat immer auf dem Grundton mal ein bisschen verweilen. Dann wieder weiter. Nicht die Leerseite nehmen. Dann gehst du wieder zurück zum E. Also, damit hast du die reine Molltonleiter. G-Dur Typ 1. G-Dur Typ 2. G-Dur Typ 3. G-Dur Typ 4. G-Dur Typ 5. Mit den entsprechenden Molltonleitern, die natürlich immer im Gepäck von Dur sind,
hast du damit ein komplettes System und kannst natürlich dieses System sofort auch anwenden. Der Haken dabei ist, dass es dir natürlich erstmal nicht so leicht fallen wird, diese Leitern sofort zu übersetzen in andere Tonarten, weil dir einfach die Griffbrettkenntnisse fehlen, weil du einfach nicht weißt, wie heißen denn die einzelnen Töne auf dem Griffbrett. Und wenn du dann versuchen solltest, mal auf Akkordmaterial einzugehen oder einen Song zu spielen oder dir ein Solo zu erarbeiten, dann wirst du relativ schnell merken, dass dir die Griffbrettkenntnisse fehlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in jedem Typ erstmal eine Weile verharrst und dort Trainingsstücke spielst, Übungsstücke spielst. Ja, wir sagen Training dazu, also praktisch Stücke spielst, die dich vertraut machen, Etüden spielst mit dem entsprechenden Typenbereich. Bis du dann auf den nächsten Typ gehst, dann machst du genau dasselbe, auch wieder Trainingsstücke und. Bis du durch bist und alle fünf Typen hast. Und wenn du das wirklich gemacht hast, dann hast du verstanden, wie das Griffbrett funktioniert, dann weißt du, wie die entsprechenden Töne auf der Gitarre heißen, dann weißt du auch, wie du das alles anwenden kannst. Und da gibt es so ein schönes Spiel und es gibt eigentlich zwei schöne Spiele. Ein Spiel heißt Tonart oder Typ und ein anderes Spiel heißt Lagen und Töne. Lagen und Töne bringt dich sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut und sehr effektiv dahin, dass du weißt, wenn du in einer bestimmten Lage bist, Lage ist immer da, wo der erste Finger ist, ja, Lagenbereich, dass du, wenn du weißt, wo der erste Finger sich befindet, dass du dann sagst, ich bin in der entsprechenden, zum Beispiel in der zweiten Lage und ich möchte jetzt G-Dur spielen. Also spiele ich G-Dur Typ 1. Ich bin in der zweiten Lage und möchte jetzt D-Dur spielen. Dann nehme ich D-Dur Typ 3. Warum? Weil es ist ja eigentlich der Typ 3 Fingersatz, den du dann als Fingersatz drauf hast, den du dann einfach verschiebst nach D und dann hast du diesen Typenbereich einfach verschoben und spielst dann D. Und dieses Prinzip ist erstmal, wenn man jetzt oberflächlich raufguckt, sagt man, naja, das ist ja vielleicht ein bisschen komplizierter, weil ich muss ja erstmal die ganzen Typen lernen und so weiter und so fort. Ja, natürlich ist das so. Natürlich solltest du dich mit der Gitarre etwas intensiver beschäftigen, wenn du nicht nur an der Oberfläche kratzen möchtest. Wenn du aber wirklich wissen willst, wie es funktioniert, dann ist das die beste Möglichkeit, um wirklich keinen Schritt auszulassen und um hinterher zu sagen, ey, ich weiß jetzt genau, wie es funktioniert und ich habe jetzt den Überblick. Und alle meine Schüler, alle diejenigen, die nach der RML-Aktie Grau ausgebildet wurden, sind Wissende. Das sind keine Handlanger mehr. Das sind wirklich Handwerker. Ja, die wissen, was sie tun, weil sie verstehen, was auf der Gitarre passiert und weil sie zum Beispiel auch wissen, wenn ich diesen Akkord und diesen Akkord und diesen Akkord und wieder diesen spiele, dass das ein Typ 1 ist, das ein Typ 4, das ein Typ 3 und das wieder ein Typ 1. Und dass ich den natürlich abwandeln kann und dass ich einfach sage, okay, wenn ich einen Dreiklang habe und hier ist meine Oktave und ich möchte aus dieser Oktave eine Major 7 machen, dann muss ich einfach einen Halbton tiefer gehen. Warum wissen Sie das? Weil Sie wissen, wie das ganze System funktioniert. Deswegen mein Plädoyer und mein Statement für das RML-System und für die RML-Aktie Grau, die ich natürlich nicht geschrieben habe, um aus Schirschandudel und einfach so, dass sie rumliegt, sondern natürlich auch, dass sie Leuten nützt, die das wirklich ein bisschen intensiver betreiben wollen und die sich damit einfach auch ein bisschen beschäftigen wollen. Ist übrigens das einzige deutschsprachige Lehrbuch für E-Gitarre, was komplett ohne Tabulaturen auskommt. Das stimmt nicht ganz. Es gibt so einen Bereich, und zwar den Warm-up-Bereich. Da kommen Tabulaturen vor, aber das war es dann auch schon. Ansonsten Noten. Also RML-System Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 5 und du bist auf der sicheren Seite. Das war's schon wieder mal für heute. Aufs nächste Mal wird sich gefreut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Review folgt in Kürze. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu diesem Thema habt, gerne in die Kommentare. Vielleicht seid ihr das nächste Mal auch wieder live dabei. Jeden Dienstag 20 Uhr, Zeit für uns. In jedem Fall euch eine gigantische Zeit und
Keep on Training, ganz egal, ob instru oder nur mental.